Hallo liebe Leute, ich begrüße euch wieder auf meinem Kanal. Heute geht es mal um Fragen und Antworten zum Austausch vom Siebtisch Sprechapparat bei 6 plus N Technik. Ich habe ja bereits ein Video aufgenommen mit einzelnen Schritten, beziehungsweise das heißt ja Schritt für Schritt. Aber ich habe die häufigsten Fragen, die in dem Video auftauchen, das sind nur schon fast 500 Beiträge unten unter dem Video, zusammengefasst und habe die einfach mal jetzt hier zusammengetragen. Ich hoffe, ich kann euch damit noch ein bisschen helfen. Vergesst das Abo nicht, vor allen Dingen liken und vielleicht auch eine kleine Spende. Die Links, auch die Links für die Beschreibungen, die ich jetzt gleich anfüge, sind alle in der Videobeschreibung. So, dann fangen wir mal an mit den häufigsten Sachen, die da auftauchen. Vorher ging der Türöffner noch. Jawohl, das ist so eine häufige Frage. Und zwar ist es so, dass bei den älteren Apparaten der, Moment, ich habe das aufgeschrieben, der C separat versorgt würde und wird 1:1 getauscht. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ein HTH 711 oder HTH 811 nehme, habe ich den separat im Eingang hier nochmal. Das heißt, ich muss zwischen C und 6.1, wenn der 6.1 da ist, eine Brücke reinmachen. Spielt jetzt keine Rolle, ob das ein, zum Beispiel ein HTH 611 ist, wo ich die Brücke setzen muss, oder ein HTH 811. Das spielt alles gar keine Rolle. Die Brücke muss, wenn der 6.1 da ist, rein. Dementsprechend ist natürlich der kommende, der vorher da war, sei es, er war vorher grün, gelb, blau, ist egal, muss der natürlich auch auf das C und die Brücke. Das heißt, ich habe an der Stelle dann zwei Drähte unterzuklemmen. Das ist nochmal ganz wichtig gewesen. So, und dann, was auch ganz häufig gefragt wird, das ist vor allen Dingen bei den ganz alten Apparaten HTA 111 und HT 311, da gab es noch die Klemme 8. Die ist einfach nur getauscht worden in C. Das heißt, wenn ihr eine 8 auf dem alten Apparat seht und beschriftet das um für, für den Austausch, für den neuen Apparat, dann müsst ihr einfach nur aus der 8 ein C machen. Und das war es eigentlich schon. Der C ist dann die Spannungsversorgung quasi wieder für den Türöffner und für die Klingel. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Die Klingel geht nicht. Das ist auch nochmal so eine Sache. Oftmals ist eine Klingel gar nicht im Sprechapparat drin, sondern vielleicht über der Wohnungstür oder im Flur irgendwo. Dann sind quasi in dem Apparat einfach zwei Drähte zusammengerödelt. Das muss einfach entweder wieder so hergestellt werden oder ihr müsst den Klingeldraht, der unten von der Tür kommt, was ja auch in dem Video beschrieben ist, wo ich, das nennt sich Sprechanlage verdrahten und erklären, beschrieben ist, einfach dann auf die 7 klemmen. Dann kann ich den Klingelton im Sprechapparat aktivieren. Ist aber wie gesagt in dem Video und das verlinke ich hier in der Videobeschreibung, alles nochmal erklärt. Dann einfach, wer mit dem einfachen Austausch nicht klarkommt, dieses Video dann auch noch schauen. Und was ich ganz, ganz häufig habe, das ist halt, dass jemand schreibt, oh, ich habe jetzt ein HTS 711 oder ein AIB 150, weiß der Kuckuck was. Das passt natürlich alles nicht zusammen. Wer eine 6 plus N Technik hat, muss ein 6 plus N Telefon nehmen. Vorwärts- oder rückwärtskompatibel, ganz egal. Aber man kann keine 1 plus N Telefonie daran anknüpfen und auch kein Bustelefon. Da gibt es aber auch wieder ein Video von, verlinke ich nochmal unten, das nennt sich, was für ein Telefon habe ich, was passt beim Austausch zusammen. Ja, und dann auch wieder so ein Thema, viele fangen einfach puppenlustig an und besorgen vielleicht zuerst das falsche Telefon und vertauschen irgendwelche Drähte oder weiß der Kuckuck was. Großes Thema, was brauche ich denn? Das habe ich auch mal zusammengefasst. Eine kleine Checkliste.
Und zwar vielleicht erst mal gucken, für die, die es gar nicht wissen, was passt beim Austausch zusammen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Das Video einfach mal schauen. Da wisst ihr, welcher Apparat zu welchem Apparat kompatibel und tauschbar ist. Das zweite ist Zeit und Geduld. Man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt das neue Telefon, ich tausche das jetzt mal in 2 Minuten und dann wird das schon irgendwie gehen. Nehmt euch die Zeit, macht euch eine gute Beleuchtung an, je nachdem, wenn das ein dunkler Flur ist, dass ihr die Drahtfarben richtig erkennt, gut aufschreiben kann, ein Foto machen. Dann kommen wir schon zum Punkt 2, Beschriftung richtig machen. Klebestreifen gut beschriften, ist auch in dem ersten Video erklärt, wie das gemacht wird. Ein Handyfoto, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr da durcheinander kommt und ihr wollt das wieder zurückbauen auf das alte Telefon oder jemanden holen, der es vielleicht dann richten soll, weil ihr es nicht schafft, dann muss das alles erklärbar sein, wie das vorher zusammen war. Und dann natürlich das richtige Werkzeug. Erstmal so ein 3 mm Schraubenzieher, so ein Schlitzschraubenzieher, eventuell ein Kreuzschraubenzieher, um diese Schrauben, die in der Wand sind, rauszudrehen und die neuen wieder reinzudrehen. Und eventuell eine Spitzzange, wo man einfach mal so einen kleinen Draht greifen kann, um den vielleicht irgendwo reinzufummeln. Eventuell eine zweite Person, wenn ihr es dann ausprobieren wollt, dass man es eben testen kann. Oder wenn irgendwas nicht richtig funktioniert und man muss bis zur Haustür, man hört ja manchmal gar nicht, ob jetzt da das Klingelsignal oder das Gespräch oder der Türöffner oder was weiß ich, dann funktioniert, dann ist die zweite Person besser. Ja, dann hoffe ich, ihr habt das alles jetzt nochmal gut wiederholt und ich verlinke, wie gesagt, zu jedem Thema jedes passende Video nochmal unten drunter dazu. Wie gesagt, auch eine kleine Spende würde mich sehr freuen und vergesst kein Abo und keinen Daumen. Das ist für mich wichtig. Ihr unterstützt den Kanal, den Algorithmus von YouTube. Das heißt, ihr helft damit anderen, die Videos leichter zu finden, um dann auch die Reparatur erfolgreich durchzuführen. Und wenn ihr das Abo da lasst und habt noch Probleme und Fragen, ich versuche immer alles zu beantworten, könnt ihr es unter das Video drunter schreiben. Ich bedanke mich für das Zuschauen und freue mich, wenn es bei euch klappt, dass das mit dem Austausch von dem Sprechapparat funktioniert. Bis zum nächsten Mal, euer Drahtfritze.